Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold hier bei Dercho TV. Ganz herzliches Willkommen hier bei uns mit Pokémon Heart Gold. In der letzten Folge haben wir versucht, Zapdos zu fangen, was uns nicht gelungen ist. Ja, falls ihr die beiden Folgen gesehen habt, ja, es ist leider so gewesen. Ich habe mir dann gedacht, komm, machst einen Zweiteiler daraus. Ein Dreiteiler, das wäre langsam dann die Verzweiflung pur gewesen. Weswegen ich dann gesagt habe, okay, dann gehen wir schon mal so langsam in eine Gegend hin, wo wir unter anderem stärkere Pokémon finden. Und zwar nämlich hier in Richtung Silberberg. Ja, ein ehrenwürdiger Berg, der zwischen Kanto und Johto in den Himmel ragt. Ja, ist quasi halt auch an der Grenze zwischen Kanto und Johto, muss man ja so sagen, hier so ungefähr. Und ihr sehen könnt, zwei Hundis laufen noch rum und hier, Moment, was? No way! No way! Schauen wir mal. No way! Scheiße! Oh, ich schmeiß einen Überball drauf. Oh mein Gott! Bleib, 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 bleib! Oh my fucking God! Also, oh mein Gott! Also das ist wirklich... Ist das gerade echt passiert? Ach du Heiliger! Ist es noch hier? Nee, abgehauen. Ich habe keinen Turboball, ne? Wow. Wow. Ja, guck mal. Jetzt haben wir hier die normalen Pokémon. Ah, Tangela Merkel. Ich hätte es jetzt echt nicht gedacht, was ich gerade gesehen habe, dass Latias genau auf der gleichen Route ist wie ich. Das ist bisher noch gar nicht passiert, als Latias aufgetaucht ist. Ihr habt ja wahrscheinlich schon ab und zu mal gesehen, wo ich ja unter anderem einfach mal mit Dingens zugange war, wie heißt, mit der Karte zugange war und ihr habt das Icon von Tangela gesehen, ne? Ja. Schon heftig. Ja, wie gesagt, ich habe hier keinen Meisterball mehr. Der Meisterball ist ja im Besitz von Ho-Oh. Ne? Aber naja. Oh. Ey, ich habe auch wirklich geradewegs Pech beim Fangen, ne? Ich glaube, wir machen gleich einfach mal Folgendes. Ich fliege, glaube ich, gleich einfach mal zu Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Ich glaube, den Spruch könnt ihr schon auch nicht mehr ertragen. Ich sage, wenn es jetzt nochmal ausbricht, dann geht doch. Guck mal, weißt du, wir müssen uns mit Tangela zufrieden geben, anstatt mit einem... Ja, naja, egal. So, Tangela, neuer Pokédex-Eintrag. Ein Ranken-Pokémon, Typ Pflanze, 1 Meter groß, 35 Kilo schwer. Die Ranken an seinem Körper sind ständig in Bewegung. Dadurch werden seine Gegner verwirrt. Ja, so sieht's aus. Immer ständig verwirrt. So, gucken wir mal, was uns sonst noch hier so erwartet. Neben Tangela... Punita haben wir ja schon. Ich glaube, Tangela war bestimmt das einzige Pokémon hier, was wir noch gar nicht hatten, oder? Ne, irgendwie sowas um den Dreh. Das kann es vielleicht auch gewesen sein, ne? Ich weiß es nicht genau. Also, ich lass mich... oder warte mal, sind Teddy Ursa nicht hier auch wild? Beziehungsweise Ursaring? Das war doch in Gold so, oder nicht? Hm, ich weiß es gar nicht mehr. Aber zumindest Level 57 für Wadiwabab. Level 60 kommt näher. Ja, da kann man... Wetten wir, zu dem Haus kann man nur hochkraxeln. Wetten. Ja gut, Tangela und Punita haben wir hier schon. Hm. Interessant. Interessant, interesting. Ja, so ungefähr. Hui, Antikraft, heftig. Aber ist nicht sehr effektiv. Ne, also, Wadiwabab hat ja immer so die Chance, gegen Drachen-Pokémon anzugreifen. Oha! Du kleiner Dieb! Du kleiner Dieb, du! Dafür besiege ich dich.
Aber hier gibt's gut XP. 924. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Hat's noch. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen fies, wenn die Items wirklich weg wären. Tatsache, hier braucht man einen Zerschneider für. Und ich bin gerade in Sackgasse gelaufen. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass ich da gerade an eine Sackgasse reingelaufen bin. Aber naja, kann ja mal passieren. So, machen wir Erdbeben kurz und schmerzlos. Das ist bei einem Punita ziemlich einfacher als bei einem Tangela. Ne? Und weg ist es. Sehr schön. So, Punita besiegt. 868 XP. Fantastisch. Ja, es kommen halt nur Tangela und Punita im Moment. Ich denke mal, die anderen sind ziemlich selten, was das angeht, ne? Also sehr, sehr selten. Oder kommen halt nur nachts, ne? Also ich weiß ja nicht, was nachts für Pokémon kommen. Müssten wir mal hier eine Nacht verbringen. Ich mach mal Lawine. Mal gucken, was bei... Ach, diesmal haben die Stachelsporen geholfen. Okay. Diesmal haben sie geholfen. Und wahrscheinlich jetzt paralysiert, ne? Nein, Lawine kommt. So. Ja, Lawine ist jetzt nicht so stark, das müssen wir auch nochmal sagen. Ne, Lawine ist jetzt, sagen wir mal, ich würde mal sagen, ne, unter Eisstrahl. Knallt, aber unter Eisstrahl. Sehr weit unter Eisstrahl. So. Damit du die Paralyse erstmal los wirst, mein Freund, kriegst du einen Hyperheiler. So, fantastisch. Geht's hier rund? Okay, noch nicht. Tangela oder Punita? Punita. Ja. Also es geht hier jetzt in die Richtung zum Silberberg, wo wir natürlich ja auch gleich nochmal hin, wo wir gleich hin wollen. Ich glaube, da gibt es die Pokémon, die sind auf dem Level, wo auch meine Pokémon sind, ne? Also eigentlich ein perfektes Terrain zum Trainieren. Ich würde sowieso mal sagen, war die Wappab erstmal auf 60 und dann den ganzen Rest. Das heißt, es wird wieder Trainingsfolgen geben. Denn, irgendwann muss ja auch dieses Let's Play hier ein Ende haben, liebe Freunde. Und daher, dass wir alle 16 Orden der Kanto, also der Johto- und Kanto-Region haben, wir entweder die Wahl haben zwischen Rot besiegen, was natürlich ziemlich lange an Leveln dauern wird, oder die Pokémon-Liga noch einmal machen, was ebenfalls das Leveln dauern wird, würde ich natürlich vorschlagen, wir machen nochmal die Pokémon-Liga zum Abschluss. Ich würde aber auch davor noch einmal in eine Höhle gehen, wo wir noch gar nicht drin waren. Ja. Die es ja auch in der zweiten Generation in Gold, Silber, Kristall gar nicht gegeben hat. Also, so nach dem Training vielleicht da mal hingehen. Oh, guck mal, eine Dumpfbacke. Ein Donphan. Das ist ja selten, ne? Oh, ist es schneller. Tja, Giftdorn sorgt für Vergiftung und für gute Laune bei Wadiwabab. Zweimal getroffen, jetzt kommt die Lawine, das reicht ja. Müsste eigentlich reichen. Selbst wenn die Vergiftung haut noch rein. Aber Lawine hat gereicht. Finde ich auch sehr gut. Ja, also ich würde nochmal in den Azuria Dungeon gehen. Den gab es ja halt in Gen 2 nicht. Das heißt, das wäre auch nochmal so ein bisschen was Neues für mich. Was auch ziemlich interessant wäre. Was auch nochmal so den Nervenkitzel nochmal spürt. Aber wir haben ja da auch noch ein bestimmtes Pokémon. Ne? Das muss man auch nochmal sagen. So, Lawine. Eine Lawine. So. Jawollo, so geht das. So geht das und nicht anders. 924 XP finde ich sehr gut. So, gleich müsste eigentlich ein Pokémon Center hier auftauchen. So, Silberberg. Tatsache, da ist das Pokémon. Und jetzt habt ihr gehört, die Musik hat sich verändert. Oh. Habt ihr gehört, die Musik hat sich verändert. Wir sind wieder in Johto. Ne? Wir sind wieder in Johto. Das Galoppa versuche ich mal zu fangen. Level 44, schön elegant. Schönes Pferd. Ja. So. Oh, der Feuersturm haut. Aber ich glaube noch eine Hornattacke würde reichen. Ja, mach dich nochmal schneller. Habe ich kein Problem mit. So, dann nehmen wir mal den Hyperball, den wir zuletzt genommen haben, ne? Wäre auch kein Problem. Eins, zwei, drei. Oh. Ja, ich hab's halt irgendwie nicht mitfangen, ne? Ah, erneut kommt ein Feuersturm. Ich glaube, dann setze ich deine Top-Genesung ein.
3. Ja, sehr gut. Ich setze aber erstmal eine Top-Genesung ein. Obwohl, ein Top-Trank würde auch reichen. Ah ne, das ist falsch. Das ist ja Status-Heilmittel. Wo haben wir es da? Top-Trank. Boom! Die 140 KP kommen dazu. 141 KP sind es genau gesagt, ne? Gehen schon weit nach oben. 41 KP, guck mal. Gut geraten. So, jetzt macht es nochmal eine Agilität. Werde ruhig schneller, mein schönes Galopper. In der Box bist du dann nicht so schnell. Entschuldigung. So, eins. Oh, das gibt's doch nicht. So, letzter Hyperball. Wenn es dann nicht wird, dann mache ich direkt ein Erdbeben. Ja, oder bring dich selbst um. Ich hab. Oh, gut. Bodycheck zieht nicht so viel ab, aber es hätte sein können. Mach's nochmal einen Bodycheck, ist es weg. Machst du nochmal Bodycheck, dann bist du schon selbst weg. Aber es bleibt drin. Da haben wir das Galoppa gefangen, Level 44 weiblich. Mal gucken, was uns erwartet. So. Ein Feuerpferd-Pokémon, selbstverständlich. Die Weiterentwicklung von Ponita. Ein Feuertyp. 1,7 Meter groß, 95 Kilo schwer. Könnte man eigentlich sagen, Standardpferd, ne, oder? Ich habe da so keine Ahnung von, wie groß und ne, schwer die Pferde so standardmäßig sind. Bei vollem Galopp berühren seine Hufe kaum den Boden, da es so unglaublich schnell ist. Es kann fliegen. Kennt ihr ja wahrscheinlich vom, oder? Was ist ein Anime? Ich weiß es nicht, nein. Ist egal. So. Auf geht's ins Pokémon Center, dann haben wir zumindest es auch hier geschafft. Alleine, dass wir diesen Ort hier betreten. Oh Gott, es ist hier leer. Niemand ist hier. Niemand. Oh mein Gott. Die Schwester Joy hier muss einsam sein. Oh my goodness. Ne? Oh my goodness. Niemand hier. Oh my Gott. Oh my God. Gut, gehen wir dann mal zu dem, ah ne, Moment. Moment mal. Ich hab's irgendwie geahnt. So, zack, sind wir wieder in Kanto. So schnell geht das, ne? Das ist wirklich dieses eine Stück. Wenn wir den Idiot wechseln, sind wir schon in Kanto. Ne, also, das ist ja lustig. Oh, Professor Eich? Hallo, ich bin's, Professor Eich. Die Vervollständigung deines Pokédex scheint ja reibungslos zu verlaufen. Und ich habe jetzt damit gerechnet, er lobt mich oder will irgendwie was von mir oder gibt mir irgendwie was. Oh, sie hat mich bemerkt. Oh, nun ist es also endlich passiert. Ja, ihr habt mich gefunden. Ich war es müde, immer im Rampenlicht zu stehen. Ich hatte mich eigentlich hier in die Stille zurückgezogen, weil ich die Blicke der Leute nicht mehr ertragen konnte. Was? Du kommst nicht vom Fernsehen? Heißt das, du bist einer meiner Fans? Ach na dann, das hättest du mir ruhig gleich sagen können. Dass ich mich aber hier aufhalte, ja? Dafür kannst du auch das hier haben. Oh, TM47, was ist das? Borschnabel? Stahlflügel, Taubi kann endlich mal was lernen. Ach ja, das Leben eines legendären Popsternchens ist schon schwer. So viele Jahre nach meinem Abdanken laufen in mir immer noch viele. Einmal berühmt, immer berühmt. Ich meine, Taubi könnte es doch lernen, ne? Eisenschweif, Stahlflügel. Wehe, du kannst es nicht lernen, Taubi. Natürlich kannst du es lernen. Ne? So. Ruheort verschwindet. Guck mal, alle noch hier irgendwie. Amphi ist ja näher an 60 dran als Wadiwapap. Habe ich komplett vergessen. Ne? Aber naja. So. Ibi, tak, tak. Taco, taco. Tacos, Boritos. So, was haben wir hier? Ja, Flammenwurf. Wenn unser Tony keinen Flammenwurf. Ja. Das ist doch ganz eindeutig, dass da ein verstecktes Item ist, oder? Also so eindeutig. Ne? So, wir können hier runterspringen, aber wir können auch... Ah, weil wir ins Haus reingegangen sind, ist der Baum wieder hier. So. Ich würde mal sagen, wir durch... Schade, hätte ja sein können. Schauen uns nochmal so ein bisschen hier um. Vielleicht gucken wir einfach mal, was hier vielleicht so ist. Ne? Wie gesagt, es ist alles für mich auch neues Terrain in Hard Gold. Also vor allem nämlich, weil...
düster Umhang, weil das ja vor allem, wie gesagt, ich ja nie so weit spielen konnte mit Heart Gold. Für die, die schon etwas länger bei Dercho TV zugucken. Ein Stoffumhang voller geistiger Energie, das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Ah, ich glaube von Traumfugil oder Traumagil. Ne, irgendwie sowas. So, dann wollen wir mal ein bisschen trainieren. Oh, 41, guck mal, ne? Selbst die ganz starken sind in Johto. Nicht in Kanto, Entschuldigung. Oh, da kommt der Abschlag. Aber ich denke mal... Ne, nur die Flintklaue ist entrissen worden. Es gilt ja auch nur für den Kampf, ne? Also Raub auch und, wie gesagt, Abschlag gilt nur dafür. Das heißt, selbst wenn es jetzt so wäre, hätte Wadiwabab nicht schneller agieren können, ne? Das wäre es natürlich auch gewesen. Ich würde aber trotzdem gleich einfach mal in den Silberberg gehen. Oh, Ponita 42 hier. Bisher das stärkste Pokémon. Ne, das Galopper. War das Galopper auf 42? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Galopper war zumindest das stärkste. Ne? Was wir hier gesehen haben. Bäh? Schuckebeere schwächt Kraft von Erdbeben. Man hat ja auch gesehen, wie es was gebracht hat, ne? Entschuldigung. Aber die Beere war unnötig. Vielleicht verstecken sich hier die richtig starken. Man weiß es ja nicht genau. Ja gut, Tangela schon wieder auf 41. Na, ja, aber hier sind die über 30, also über 40 quasi. Ich sollte lieber nichts sagen, sonst kommt gleich eins auf 39. Und dann haben wir den Salat, so ungefähr. Wäre lustig. Ja, jetzt steigt erstmal alles. Aber erstmal kommt eine fette Lawine runter. Ja, hat's gut überlebt. Also durch die Stärken der Attacken, also durch die Stärken der Werte genauer gesagt, nicht der Attacken, hat's funktioniert. Na komm, 58 kriegen wir auch noch hin, ne? Dann würde ich aber auch sagen, war die Wappab trainieren wir in der Silberhöhle auf 60. Dann kommt Amphi und so weiter. Und dann, wenn alle auf 60 sind, das wäre doch der Plan. Gehen wir in die Azuria-Höhle. Das wäre doch cool, oder nicht? Ne? So, jetzt wird mir wieder die Flinkklaue entreißt. Zumindest war die Wappab jetzt hier entreißt. Das wäre doch geil. Ne? So. Und Level 58 für Wadiwabab. Und versucht Wilender zu lernen. Okay. Das ist, glaube ich, eine Käferattacke, ne? Brutaler Rammangriff mit spitzen, beeindruckendem Horn. Da machen wir Hornattacke dafür weg, ne? Zack. Wilender gelernt. So. Sehr schön. Okay. So. Würde aber auch sagen... Oder wir gehen noch mal kurz da vorne hin. Ich weiß ja nicht, was da passieren würde. Ne? Hier so hin. Da ist der Silberberg. Der höchste Berg in Johto. Ja, hier ist auch Tangela auf 41. Also hier sind auch die starken Pokémon. Also, was haben wir gesehen? Ponita, Galoppa, Tangela. Und Donphan. Ne? Also es sind schon ziemlich starke Pokémon dabei. Mal gucken, was uns nachts erwarten wird. Da müssen wir auch nochmal reinschauen. Das wäre nämlich auch ziemlich cool zu wissen, was es da nachts nämlich zu finden gibt. Wäre auch cool, will ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wäre auch ganz, ganz cool. Aber machen wir das nächste Mal. Deswegen, oh, genau 100 Pokémon, guck mal. Ne? Genau 100 Pokémon. Finde ich nicht schlecht. Aber in der nächsten Folge fangen wir wahrscheinlich 100 und Nummer 1. Wer weiß. Sonst empfehle ich euch gerne weiterhin den, ja, wie soll ich sagen, den YouTube-Kanal von Dercho TV Games. Hinterlasst da gerne ein Abo. Würde ich mich sehr drüber freuen. Sonst sehen wir uns dann wieder montags und freitags um 18 Uhr auf derchotv.de und auf dem YouTube-Kanal von Dercho TV Games mit Pokémon Heart Gold. Viele andere Content ist natürlich auch mit dabei, auch wenn da, sagen wir mal, eher so gefühlt das Gleiche kommt, aber mit einer gewissen Unterhaltung und, ja, Entertainment, die es anders aussieht, je nachdem. Bedanke mich ganz herzlich. Wir sehen uns wieder. Bleibt gesund. Haut's rein. Auf Wiedersehen.